So, da sind wir auch schon zurück, nämlich mit der ersten Aufgabe, nämlich durchsuche Truhen bei Slurpee Swamp oder Retail Row. Einfachste Variante würde ich jetzt behaupten, müsste eigentlich trotzdem noch Gruppenkeile sein und da halt gucken, wie die Zone gerade so fällt. Dazu gehen wir in Gruppenkeile rein. Dann kurz zu unten im Gewinnspiel. Ich habe es eben schon im Shop-Video gesagt, ich werde es halt jetzt öfters sagen, bis ich halt eine Entscheidung gefällt habe. Was wollt ihr lieber? Ein Paysafe-Code oder Skins? Schreibt das einfach mal bitte in die Kommentare. Was das Gewinnspiel jetzt betrifft, für alle neuen, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Heißt, bei 580 Abonnenten kommt halt die dritte Zahl hinzu. 590 Abonnenten die vierte und so weiter. Dasselbe habe ich auch nochmal erklärt in dem Video, was unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Also einfach mal da draufklicken und dann wirst du schon erfahren, wie das mit dem Code genau funktioniert. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Lieber Paysafe-Code oder Skin. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir direkt mal. Oh, die haben schon mal da. Eigentlich ist die Runde hier total für den Arsch. Weil die werden alle ein Slurpee sein, wir werden da keine Kiste bekommen und Retail Row auch nicht. Bedeutet, quitten. Das macht hier nämlich gerade gar keinen Sinn. So. Aber wie gesagt, mit dem Gewinnspiel ist halt echt wichtig. Schreibt's in die Kommentare. Ich will halt definitiv was zurückgeben. Wir sind jetzt bei, hier dem Code ist jetzt der fünfte Code. Sind wir schon bei 50 Euro. Und ihr seht hier oben rechts Spenden. Bis jetzt noch keine. Ich will natürlich nicht drum betteln, um Gottes Willen. Wer was spenden will, kann gerne spenden. Aber ich zwinge da natürlich gar keinen. Aber sollte es mit YouTube halt losgehen, bekomme ich ja das Geld quasi wieder. Und logischerweise muss man ein bisschen Werbung machen. Ich tue ja auch was für euch. Ihr bekommt von mir die Aufgaben und will natürlich trotzdem ein bisschen was zurückgeben. So, das hier sieht doch schon besser aus. Die können schön zu Retail und wir können schön zu Slurpee. So. Wieso habe ich. Achso, ich habe schon ein Spiel gemacht, deshalb. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, hey, wieso habe ich da denn schon was? Dun, 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 dun. Ihr seht schon, Level 22. Dun, 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 dun. Na komm schon. Also nochmal kurz erklärt. Ihr müsst für die Aufgabe entweder hier landen oder da landen. Eben war die Zone ja genau andersrum. Da sind die Gegner genau hierher geflogen. Wir kamen erst von oben, aber die wären schon alle da gewesen. Deshalb hat es keinen Sinn gemacht, die Runde zu spielen. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Und hoffen natürlich, dass nicht so viele runterkommen, aber es kommen alle mit runter. Aber war auch zu erwarten. So, wir gehen direkt in die erste Halle, weil direkt dahinter ist nämlich das Abflussrohr und da ist definitiv auch noch eine Kiste. Ich habe das Gefühl, hier ist gar keine Kiste. Ach stimmt, hier ist die Kiste. So, wie ihr seht, eine Kiste haben wir schon. Kappa. Hier raus. Ist jetzt blöd. Ach ne, das war die andere Stelle. Hier ist aber noch eine Kiste. Naja, war schneller als ich. Wie ihr seht, holt euch definitiv immer Metz mit. Er schnappt sich alle Kisten. Ich kriege hier irgendwie gar keine. Das ist halt eine Aufgabe, da müsst ihr euch halt dran gewöhnen. Ihr müsst mindestens zwei, dreimal irgendwo landen. Außer hier springt halt Solo runter und kein Mensch will da gerade runter. Am besten eignet sich dafür auch eigentlich Arena, aber sind wir jetzt gerade nicht. Ich gucke mal gerade hier, aber ihr seht hier ist ja alles voll. Hier kann man eigentlich nur so eine heimliche Kiste finden. Gerade mal gucken, ob hinten noch mal eine ist. Aber es ging ja darum, euch nur zu den Ort zu zeigen. Und wie ihr Kisten aufmacht, dürfte ja, denke ich mal, jedem klar sein. Da auch keine drin.
Hier die Kiste meinte ich nämlich, weil da ist eigentlich immer eine. Ah, dachte er auch. Aber hier war auch schon einer. So, dann würde ich sagen, war es das hier wahrscheinlich schon. Bam, bam, bam. Gucken noch mal. Aber hier dürfte eigentlich jetzt jeder durch sein. Hier ist auch keine drin. Nein, da war auch schon einer drin. Da unten ist auch keine. Gucken, ob hier noch einer oben drin ist. Ne. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der Aufgabe. Wie gesagt, ich zeige es euch nochmal gerade. Entweder landet hier oder hier. Ihr seht, Gruppenkeile einer Kiste bekommen. Macht es halt wirklich am besten solo. Dann werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfolg haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich schon zur nächsten Aufgabe. In dem Sinne, haut rein.